Okay. Hallo, herzlich willkommen. Sehr junger Mann. Glückwunsch zum Sieg. Dankeschön. Schön, dass du doch nochmal zu uns gekommen bist. Ja, du hattest ja ein paar Sachen, die du einstecken musstest. Das Turnier, was wahrscheinlich nicht so gelaufen ist, wie du es dir erhofft hast. Ja, gefühlt hätte ich das Turnier schon dominieren können. Also ich stand fast jede Partie auf Gewinn. Das war wirklich eigentlich unglaublich. Vor dem Turnier hätte ich niemals damit gerechnet, weil ich wirklich 3 Monate lang im Schachurlaub war und dann habe ich irgendwie 4 Wochen vor dem Turnier erst erfahren, dass ich mitspiele und dann habe ich so langsam wieder angefangen zu trainieren, aber auch... Ach, extra für das Turnier jetzt ja, angefangen? Ja, ich wollte eigentlich gar nicht spielen bis Oktober, aber dann habe ich eigentlich auch nicht viel gemacht, also meine Erwartungen waren eigentlich ziemlich niedrig, aber... Ja, lief ja eigentlich dann doch gut. Und ich meine, am Ende, du bist ja mit +2 aus dem Turnier rausgegangen. Wenn du das vorher gewusst hättest, dann hättest du ja wahrscheinlich gedacht, es hört sich ja noch einem ganz guten Ergebnis an. Klar. Aber ja, auf der Strecke waren viele aufregende Momente, bis es soweit kam. Aber schauen wir uns erstmal die letzte Partie an. Ja, gut. Vitali ist ziemlich ausrechenbar in der Variante. Er spielt fast ausschließlich das. Und ja, Schwarz bekommt einfach bequem einen Ausgleich. Das hatte ich sogar noch vorbereitet. Dame die 6 ist so eine Art neuer Zug. Normalerweise spielt man mit C6 und so. Aber hattest du auch den Plan, heute mit Schwarz auf Gewinn zu spielen? Oder? Nicht unbedingt. Ich wollte eigentlich nur solide sein. Und Also C6 ist der alte Mode. Zug. Ja, C6 ja, genau. Und dann Springer A6 und Springer C7. Ja. Kann man auch machen, ist auch okay. Es geht immer noch. Aber ja, klar. Die Variante ist ja ziemlich alt. Ne? Also da gibt es nicht viel neue Ideen, sagen wir mal so. Aber diese Dame D6-Idee ist etwas forcierter und deswegen wahrscheinlich leicht besser für Schwarz. Also im Sinne von leichteren Ausgleich oder so. Okay, dann kam es so. Er hat BC, das ist komisch. Normalerweise nimmt man so und dann bekommt man diese Stellung. Ja, ist auch 0-0-0 alles und ich denke, Schwarz steht mit den hängenden Bauern eigentlich ganz angenehm. Aber... Ja, wenn du A5 und Springer F6 und gute Türme. Ist halt eine Spielstellung, ne? Gut, und hier. Ja, alles normale Züge. Und hier habe ich ihm schon so halb Remis angeboten, würde ich sagen. Also, Dame D4 liegt schon auf der Hand, den zu machen. Dann Dame E7 und dann wieder Dame B4. Also hättest du auch so die Züge wiederholt? Ich hätte es mir angeguckt, aber wahrscheinlich hätte ich nichts dagegen gehabt. Mhm. Also man kann immer noch mit Turm C8 weiterspielen, Turm C8, Turm C7, aber ja. Wahrscheinlich hätte ich nichts dagegen gehabt. Er hat zugespielt und ich glaube, er hat Springer E4 übersehen. Er wollte den Springer nach D4 bekommen, aber jetzt hängt halt F2. Und hier schien er schon das erste Mal ein bisschen unzufrieden zu sein. Hat er so gespielt. Ist auch so eine Art Remis-Angebot. Jetzt kann ich wieder Springer C5 machen. Vielleicht geht er woanders hin mit dem Läufer. Wer weiß. Aber ich dachte, Springer C5 ist ein dummer Zug. Ich kann auch einfach meine Stellung verbessern. Wobei, hier habe ich so ein paar Sachen nicht so richtig gesehen. Die erste Sache war, dass ich ein bisschen Glück hatte, dass der nicht ging. Den hatte ich vorher nicht gesehen. Wegen Turm C7. Und jetzt hängt der Turm und der Springer. Das war ziemlich glücklich. Ich hatte nur gesehen, dass ich nach Springer D4 Turm C5 habe. Dann hängt der Turm. Gut, Turm C5 war sowieso ein guter Zug, auch wenn er Springer D4 ohne Turm D6 gespielt hätte. Ne? Ja, genau. Wobei, hier Springer D2 wollte ich Turm D8 spielen. Und dann übernehme ich, glaube ich, die Initiative. Also, ich dachte glaube ich so. Aber dann stehe ich immer ganz gut. Genau, und er hat dann irgendwann Springer D2 gemacht. Springer D4 ist naheliegend, aber dann komme ich zu Turm C5 und dann vielleicht komme ich einfach hier an und versuche mal zu setzen. Vielleicht auch einfach so. Ich dachte, das wäre interessant. Also hier warst du schon sehr glücklich. Ja. Ich glaube, hier habe ich die Initiative übernommen. Springer D2 ist auch ein Zug, den Weiß nicht unbedingt machen will. Hier habe ich dann lange überlegt, dann habe ich den normalen Zug gemacht, Dame E6. Deckt halt den E4, ich habe auch an allen möglichen anderen Sachen überlegt. Also du stehst ja eh gut, aber welcher Affe hat ihn dann gebissen? Der muss ja F3 gespielt haben. Irgendwann hat er F3 gemacht, ja. War das noch als Gewinnversuch gedacht? Nee. Vitali war die ganze Zeit erkältet und wollte wahrscheinlich nicht länger warten. Also war schon hart mitgenommen während der Partie.
Aber auch hier, ich glaube... Da habe ich mich gefragt, warum er nicht mit dem C-Bauern... Ja, genau. Und ich glaube, das sind halt... Ich glaube, es ist nicht gut. Mhm. Aber er wollte das im Vorfeld machen. Also das war bestimmt sein Plan. Ja. Aber ich glaube, ich habe ja damit C6. Okay. Hier gibt es viele Züge für Weiß. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen, aber der grundlegende Plan war, die Dame nach C4 zu bekommen. Also sagen wir, du spielst so. Und dann dachte ich, habe ich immer sowas wie B5, B4. Ja, das wäre gut. Dann dominierst du den Springer. Ne? Ja. Ah, hier hat man auf Läufer A. Läufer A6 Springer hat man auch. Genau. Deswegen kann ich den vielleicht nicht sofort machen. Vielleicht fange ich mit B5 an. Hey, das ist ja eh gut, die Bauern vorrücken. Denke ich auch, ja. Aber das war wahrscheinlich sein Plan, bis er irgendwie bemerkt hat, dass das ganz gut ist für mich. Dann hat er mit der Dame genommen. Gut, und jetzt haben wir so ein bisschen hin und her gezogen, aber im Prinzip habe eigentlich nur ich meine Stellung verbessert. Aber er kann halt wenig machen, ne? Was soll er machen? Also, ja, hier A3 provoziert, weiß ich auch nicht, ob das so schlau ist, kann man machen. Dann ging das so weiter, König F8, und hier hatte ich auf einmal den Plan, was ist eigentlich, wenn ich mit meinem König nach B7 laufe? Ha, ja. Keine Ahnung, also... Ja, vielleicht steht er da ja besser. Ja, ich dachte mir halt, eigentlich will ich seinen König angreifen mit irgendwie G5, G4 irgendwann. Also G5, H5, G4 irgendwas. Mhm. Irgendwie die Bauern vorschieben oder auch mit F5, F4. Und da will ich eigentlich meinen König auf B7 haben. Ja. Ja, aber keine Ahnung. Hast dich dagegen entschieden? Nee, er hat ja dann mit F3 gespielt. Ach so, ja. Sonst hätte ich das vielleicht noch gemacht. Also es kam so, jetzt habe ich Dame G4 abgewehrt. Und jetzt hat er halt direkt F3 gemacht. Also ich war mir unsicher, wenn er jetzt einfach abwartet. Dann hättest du die Königswanderung. Ob ich dann wirklich hier loslaufe, ja. Interessant, ja. Warum eigentlich nicht? Ja, war ich mir nicht so sicher. Man kann natürlich auch einfach immer normal spielen mit Turm G5 und irgendwie die Schwächen angreifen. So auf beiden Seiten halt spielen. Mhm. Aber da muss man schon sehr geschickt agieren, dass das irgendwie weiter, dass das weiterkommt als die Stellung hier. Deswegen, so konstruktiv war eigentlich der Plan, nur König nach B7 und dann mit dem Bauern losrennen. Aber keine Ahnung, ob das so funktioniert, weil Weiß hat vielleicht auch irgendwann mal Gegenspiel mit Dame B4, Springer B3, A4 und so. Ja. Aber Vitali hat dann F3 gemacht und da war ich eigentlich sehr zufrieden, den zu sehen. Weil jetzt hat er nicht nur so ein, zwei Schwächen, sondern auch noch den E3. Ja, das sieht nicht so schön aus, die Bauernstruktur von Weiß, ne? Aber, Man muss auf den König ein bisschen aufpassen. Ja, genau. So wie er es dann gemacht hat mit E4, schien es eigentlich wieder Gegenspiel zu geben. Mhm. Aber ja, im Prinzip muss man auch irgendwann den Stellungscharakter ändern, wenn man gewinnen will, ja. Und schien mir hier eigentlich alles schick. So. Aber es kann auch sein, dass ich irgendwo... Jetzt hat er doch nochmal diese Springer F5-Geschichten ins Spiel. Genau, wenn ich hier Turm schlägt A3 mache, dann kommt der... Ja, dann wird's blöd. Dann sieht's nicht mehr so rosig aus. Ja. Aber das hast du gerade noch so gesehen. Das habe ich gesehen, ja. Ja, ich hatte eben auch schon im Vorfeld irgendwann diese F6-Verteidigungsidee gesehen. Schien für mich plausibel, aber ich gebe zu, dass da schon noch Gegenspiel war. Mhm. Ich wollte eigentlich ohne Gegenspiel gewinnen, aber das klappt meistens nicht. Okay, E5. Ja, keine Ahnung, die Züge... Wahrscheinlich muss er den machen. Ich hatte irgendwie noch an den gedacht. Ich glaube, dann wollte ich auch nehmen. Und dann war der Punkt, glaube ich, dass man... Ah, nee. Ich glaube, ich nehme sofort. Und dann hier. Ich glaube, sowas mache ich, ja. Damentausch. Hm. Okay, hat dann den Bauern noch geopfert. Und hier war auch Zeitnot. Wo hat er den Bauern geopfert? Hier. Springer G5. Ja, ist wahrscheinlich die einzige Chance, Weiß, ne? Nochmal was zu probieren. Ja, Läufer C4 hatte ich auch überlegt. Mhm. Problem ist bloß... Okay. Turm F1 habe ich damit C5. Hm. Also ich kann... Das Problem ist, was ich sagen wollte, ich kann nicht nehmen, weil er halt die Gabel hat. Ja. Aber ich kann natürlich damit C5 spielen. Ja, wahrscheinlich macht er wieder König H1. Um Damentausch aus der Stellung ja, zu nehmen. Ja, genau. Das ist auch verständlich eigentlich.
Mein Gedanke war auch noch, wenn der Lauf auf G8 steht, wo ich ihn hingezogen habe, dann hängt halt der C3 immer noch mit. Deswegen fand ich den eigentlich logisch, aber ja, wer weiß. König H1, gut. Jetzt hast du den zweiten Bauern eingesackt. Ja, aber hier war ich mir eigentlich sicher, dass ich gewinnen muss. Also, oder dass ich zumindest auf Gewinne stehe. Ob ich gewinne, ob ich gewinne, das war mir nicht so klar. Aber dass die Stellung wieder ganz gut ist, das war mir klar, ja. Gut, Dame E7, man kann auch mit Turm A4 anfangen. Also weiße Idee ist Dame G5. Muss man halt irgendwie abwehren. Turm D6, genau. Läufer E6, ja, hier gab es viele Tricks, die brauche ich jetzt nicht alle zeigen. Dame D2. Das dachte ich wäre clever, genau. Und wenn er jetzt nach D1 geht, dann wollte ich so spielen. Und ich glaube, das gewinnt. Kann mir noch irgendwie einen Schach geben und dann gehe ich halt hier hin. Dame F1 gehe ich ins Turmenspiel und hier. Ist auch Schluss. Genau, Dann hat er immer noch ein paar Racheschachs. ja, ich hab halt einmal mit Europa Cup mit Vitali zusammen in der Mannschaft gespielt. Und damals hat er auch schon extrem viele Stellungen einfach hartnäckig verteidigt und deswegen wusste ich schon, dass er es mir auf jeden Fall nicht leicht machen wird. Und er hat immer solche Züge wie Dame E3 gemacht, die halt irgendwie noch so ein bisschen was in der Stellung lassen, ja. Ich glaube, viele Spieler hätten auch Dame D1 gemacht und hätten dann direkt verloren. So, Turm D2. Das dritte Turm E4. Läufer F5. Springer D6. Turm D5 anscheinend Fehler. Na, keine Ahnung. Ich glaube, es ist nicht mehr einfach, hier mit Weiß zu Nee, du hast spielen. zwei Bauern weniger, die Zeit Ja. läuft runter und irgendwann setzen sich die Bauern halt durch. Aber hier gab es tatsächlich noch einen richtig spannenden Moment. Also hier habe ich kurz nochmal Panik bekommen, dass es wirklich wieder nicht reichen könnte. Weil die Sache ist, ich dachte erst Turm D6. Ja. Und wenn ich jetzt nehme, dann ist das nicht mehr gewonnen. Dann verliere ich vielleicht sogar. Ja, Balken sagt, Weiß gewinnt. Genau, und dann wollte ich irgendwie solche Sachen machen, aber da kommt Dame G5. Und auf einmal ist ziemlich viel Gegenspiel. Ja, Springer C8 hat dich dann überrascht, oder? Ja, aber dann habe ich irgendwann gesehen, dass ich hier Turm A2 habe. Und Dame schlägt E5, König H7 und dann ist alles schick, glaube ich. Wenn er jetzt hier hingeht, dann kann ich nehmen. Dann habe ich halt Dame F7 und noch Dame C4. Ah, das ist dann wichtig, ja. Ja, das war ziemlich wichtig. Ja, also für so 2, 3 Minuten war auf Ja. einmal wieder Panik da und dann habe ich zum Glück Turm A2 entdeckt und Hast du hier dann. Turm A2 gemacht auch, Nee, nee, oder? nee, er hat Achso. nicht Turm D6 gemacht. Ah. Er hat Springer D6 gemacht. Wahrscheinlich auf die Zugwiederholung gehofft. Ja. Aber hier kann ich halt einfach mit dem König weggehen. Damit nicht in irgendwelchen Varianten Springer E8 Genau, kommt. jetzt hängt der Turm. Es gibt keine Springergabe mehr. Ich glaube, Turm A2 wäre hier auch gegangen. Das ist ja wahrscheinlich Zugumstellung, wenn. Hier Turm A2, ja. Ja, stimmt. Ja, das ist so kontraintuitiv, den E5 mit Schach abzugeben, aber dann ist er nach König H7 eigentlich auch nichts. Ja, das kann sein. Aber er hatte hier noch eine schöne Idee, fand ich. Also wenn ich nehme, dann der. Und hier ist wieder Gabel und hier ist sogar Matt. Ja, das wäre blöd gewesen. Ja. Aber Aber das okay, ich hast du kann auch natürlich gesehen, ja. nehmen. Dann Hast du einfach ein kamen paar kurz die viele Bauern Flashbacks mehr. aus Karlsruhe, da habe ich auch ein Damenspiel mit zwei Bauern mehr nicht gewonnen. Achte Runde. Ja Dann habe gut, ich aber aber. das schaut jetzt nicht so aus, wie wenn es schwer zu werden droht, ne? Ja, aber bei meinem Glück glaube ich gar nicht mehr dran. Naja, aber im Endeffekt, wir haben es ja vorhin schon gesagt, Turnier mit +2 abgeschlossen. Du kannst noch Platz 2 werden oder ist das von der Feinwertung nicht? Nee, ich glaube, das sind die anderen vor mir. Okay, wieso? Ja, wir haben, also die erste oder die Zweitwertung ist irgendwie gleich, aber danach,
Ich glaube, weil sie gegen Dimitri nicht verloren haben, das ist der Unterschied. Ich habe halt gegen Dimitri verloren und also die erste Wertung ist direkt der Vergleich, aber ihr habt ja, glaube ich, alle Remis gespielt, genau. Das zählt nichts. Und dann ist diese Sonneborn. Und dann Sonneborn Burger. Ja gut, da ist es natürlich günstig, gegen den Dimitri was zu holen. Ja. Ja, gut. Okay. Aber das ist ja wahrscheinlich kein großer Unterschied. Ein bisschen schon, aber... Wieso wird das Preisgeld nicht geteilt? Nee, ich glaube nicht. Ach, die vergeben einfach? Hm. Ja. Tapfer. Ich wäre auch dafür, noch einen Stichkampf zu spielen, aber... Ja, um Platz 2, das wäre natürlich super interessant. Schade. Es gibt nur um den ersten Platz. Ich verstehe nicht, warum wir das nicht machen. Könnten wir eigentlich machen. Musst du mal einreichen für nächstes Jahr. Es muss ja auch irgendwann mal gut sein. Naja. Aber ich bin zufrieden, mit Schwarz die Partie gewonnen zu haben. Ja, ist alles auf gut. Jeden Fall nochmal das Turnier mit dem Sieg abgeschlossen. Ja, ja. Das ist ja auch ganz schick. So, und dann haben wir noch unsere üblichen Verdächtigen, haben wir alle gefragt. Elo-Bilanz hast du ein bisschen Plus gemacht, haben wir gesagt. Ne? Und passt noch ein Turnier rein bei dir dieses Jahr oder eher? Ja, ja, ich spiele noch die EM. Das ist das große Ziel. Ach, das hast du schon fest geplant. Ja. Die EM, das ist noch... Aber gerade die EM ist doch besonders urlaubsintensiv. Nee. Also die findet natürlich an schönen Orten statt, aber... Oder was meinst du? Nein, ich meine, da brauchst du doch besonders viele Urlaubstage. Ach so, aber ich bin Student. Also. Aha. Ja, das geht schon. Das geht schon. Aber gut. Hier wurde jetzt gerade noch gesagt, gemäß Ausschreibung werden bei Punktgleichheit die Preise geteilt. Also weiß ich jetzt nicht. Ich will jetzt auch nicht was Falsches sagen, aber vielleicht ist der Chat mal wieder schlauer als wir alle anderen. Aber ja, dann vielen, vielen Dank, dass du noch da warst. Gerne. Und freut mich, dass du nochmal mit einem Sieg abschließen konntest. Und wir haben ja auch schon die Margherita, was mich auch sehr freut, dass wir dich auch einmal hier sehen dürfen. Das erste Mal tatsächlich. Die letzte Chance genutzt.